Servus, ich bin wieder Torte vom Start. Heute werde ich das Laufwerk ausbauen von meinem Sony K790S. Ich grüße dich, dem ST, genau, trainiere ST, denn es tut ihm weh. Gut, also wie geht man vor? Also ich habe viele Möglichkeiten schon ausprobiert und es ist einfach die beste Möglichkeit, die zeige ich dir jetzt. Gut aufpassen. Gut, also als erstes dreht man das Ding um. Also mein lieber Tim ST, da sind jetzt zwei Pfeile. Das ist der erste Pfeil, Schraube raus, rechte Seite, auch Pfeil, Schraube raus, die zwei Schrauben. Jo. Gut, ich hab's schon mal rausgemacht, dass das Ganze schneller geht. Und dann drehen wir das Ganze wieder um. Mein lieber Tim, so. Okay. Jetzt schon mal, Tim. So, also, wenn die zwei Schrauben draußen sind, sollte das, hört man das so leicht neu drücken. Siehst du, das geht dann so leicht neu. Okay. Dann, als nächstes haben wir nochmal zwei Schrauben. Die zeige ich dir jetzt auch gleich. So. Gut, ich muss sagen, das mit dem Bremsenreiniger, das war keine gute Idee. Da muss ich dir ehrlich recht geben. Gut, also wir machen jetzt die zwei Schrauben los. Das sind die zwei da oben. Schauen wir schon mal drauf, ziehen wir das. Erste Schraube. Zweite Schraube, die werde ich jetzt gleich rausmachen. Na. Na, jetzt ist das Licht wieder weg. So, also. Also, unten zwei. Diese Schraube, lieber Tim. Diese Schraube, lieber Tim. Dann hast du drei Kabel, schau. Die kann man einfach rausziehen. Erstes Kabel, zweites Kabel, drittes Kabel. Okay. Dann. Das ist jetzt ganz einfach, lieber Tim. Du läufst einfach von hinten rein und ziehst du einfach raus. Schau. Du kannst den Deckel auch noch rausmachen. Den kannst du nachher wieder nehmen machen. Na, oder so. So kann man es auch machen. Warte mal, genauso von hinten raus. So genau, lieber Tim. So einfach raus. Fertig. Schon hast du das Laufwerk. Genau. Hast das Laufwerk in der Hand. Fertig. Da sind noch ein paar Kabel, über die werde ich jetzt nicht rausmachen. Das kannst du dann selber machen. Also einfach rein, hinten rausziehen. Fertig. Ganz einfach, oder? Stellen wir mal genau, was da genau klemmen soll. Aber wie gesagt, so ist halt die beste Methode. Gut, ich werde es jetzt auch nochmal einbauen. Gut, hinten wieder durch. So geht es halt am besten. So, hinten wieder durch. Und jeden anderen auch. So bauen wir es raus. Also das war's. Tschüss, Servus, auf Wiedersehen. So, und Schluss.